Guten Morgen an alle Teilnehmer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Webinarreihe. Heute mit unserem zweiten Webinar. Ich bringe mal kurz auf die Agenda. Heute hören wir von der SAP, von dem Herrn Schemer und von dem Herrn Siddig etwas zu DataWare House Cloud und SAP Analytics Cloud. Letzte Woche hat der Herr Henkes schon etwas zum DataWare House Strategie gesagt, wo er dann quasi die Strategie der drei Möglichkeiten, ein Data Warehouse aufzubauen, dargelegt hat. Einmal die Möglichkeit mit dem BW vor HANA, dann einmal mit dem SQL Data Warehouse und dann die Data Warehouse Cloud. Heute werden wir etwas mehr hören zu dem Thema Data Warehouse Cloud und dann auch das Zusammenspielen mit der SAP Analytics Cloud werden ein bisschen genauer erläutert. Es gibt einen Überblick mit einem entsprechenden Funktionsumfang und später dann eine Live-Demo. Alle Teilnehmer, die letzte Woche jetzt noch nicht da waren, haben die Möglichkeit, auch die Leute, die letzte Woche da waren, rechts unten können Sie quasi über die Hand Ihre Fragen dann zu der Präsentation stellen und im Nachgang werden wir dann die Fragen mit den Referenten dann erläutern bzw. Ihnen dann Antwort zu Ihren Fragen geben. Jetzt würde ich bitten, dass der Herr Schemer sich quasi einschaltet. Er ist auf dem Weg. Hallo Erik. Hallo Armin. So, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und jetzt würde ich quasi rausgehen und würde an dich übergeben. Und später mit dem ABBA kannst du ja dann direkt weitermachen. Dann Alles wünsche ich klar. allen Teilnehmern viel Spaß. Okay, ihr könnt mich hören, ja? Gut. Ich geh mal davon aus, dass Sie mich alle hören. Ich hatte ein paar technische Probleme eben, aber ja, ich leg dann mal los. Okay, also ja, mein Name ist Erik Schemer von der SAP. Einige von Ihnen kennen mich ja vielleicht auch schon. Ich habe ja schon öfters auch bei der Infocent vorgetragen. Ich bin hier zusammen mit meinem Kollegen, dem Abbas Enzidik, ebenfalls vom Produktmanagement bei der SAP. Ich war lange Zeit in dem, ja, im Frontend-Bereich unterwegs, Business Objects und früher schon mal den BEX im BW betreut, auch Analytics Cloud und bin vor knapp einem Jahr wieder zurück ins Backend gewechselt Richtung Data Warehouse Cloud und BW und kümmere mich da im Moment um das Customer Office. Das ist ein Bereich im Produktmanagement, wo es hauptsächlich um die Kundenbetreuung ja, unserer, sag mal, wichtigsten Accounts geht, aber aus dem Produktmanagement heraus. Okay, ich lege dann mal los. Unser Vortrag heute ist ja zu Data Warehouse Cloud und Analytics Cloud und wie das beides zusammenspielt. Ich würde jetzt, also so wie wir es geplant haben, ist, dass ich noch mal ein paar Worte zur Data Warehouse Cloud sage. Genau, weil das ist ja doch immer noch ein recht junges und frisches Produkt. Danach würde der aber nochmal SAC beleuchten und danach würde ich nochmal speziell auf die Integration eingehen, auch technisch. Und der aber würde, glaube ich, mit einer Demo dann abschließen. Okay, so ja, warum Data Warehouse Cloud? Wir haben einfach auch festgestellt, trotz, ich sag mal, dem Erfolg des BWs über die vielen Jahre und der großen BW-Community, dass wir zum einen natürlich den Weg zur Cloud nicht ignorieren können, auch nicht im Data Warehousing-Bereich. Wir haben einfach sehr viele Kunden mittlerweile, die ganz klar eine Cloud-Strategie fahren und das hat vielleicht mal irgendwo in den Anwendungen angefangen, aber wir haben einfach sehr, sehr viele Kunden, die auch ihre komplette Data Warehouse-Infrastruktur und Analytics über kurz oder lang in die Cloud schieben oder das zum Teil vielleicht auch schon gemacht haben. Also klar müssen wir hier am Markt dann auch
mithalten können. Und entsprechend haben wir die Data Warehouse Cloud Initiative gestartet und da auch das Produkt ja bereits ausgeliefert. Ein anderer Aspekt war natürlich, dass wir jetzt nicht einfach, ich sag mal, das traditionelle Data Warehousing in die Cloud bringen wollten, sondern dass ich war ja selber involviert Ende der 90er beim ersten BW-Release, damals noch auf der Produktmanagement-Seite. Es hat sich ja vieles seitdem getan und auch die, sag mal, die Anforderungen und die Use Cases für Data Warehousing haben sich doch auch geändert. Die alten Use Cases gibt es immer noch, bottom-up aus der IT kommt, Daten extrahieren, modellieren und dem Business zur Verfügung stellen, ist natürlich immer noch key. Aber wir sehen trotzdem massiv auch diesen Wandel, Anforderungen von der Fachabteilung, vom Business schneller umzusetzen. Und wir sehen halt mittlerweile auch im Business, nicht nur, dass das Geld im Business liegt, um auch, Produkte zu kaufen, die Software letztendlich zu kaufen, sondern dass auch die Skills im Business massiv ausgeweitet wurden. Jüngere Kollegen kommen nach mit entsprechenden data-affinen Skills, sehen wir auch bei uns bei der SAP und deswegen ist das Business eigentlich auch mittlerweile in der Lage, vielleicht auch vieles stärker im Self-Service zu machen, als das früher der Fall war. Vielleicht nicht bei allen Kunden, aber doch bei vielen Kunden. Und was wir hier auf der Slide sehen, sind eigentlich Feedback, nicht unbedingt aus der IT-Abteilung, aber Feedback, das wir im Laufe der Zeit auch aus den Fachabteilungen gesammelt haben, insbesondere auch im Umgang mit dem BW. Und es ist einfach so, dass die Wahrnehmung, ob die jetzt immer stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber die Wahrnehmung zumindest bei den Endanwendern ist letztendlich, dass sie über das BW mitnichten Zugang zu allen Daten haben, die sie fürs tägliche Geschäft benötigen, dass die Anforderungen, die da sind, doch oft sehr lange dauern, bis sie umgesetzt werden können, dass direkte Durchgriff auf Realtime-Daten schwierig sein kann und insgesamt, dass auch bei den Unternehmen natürlich schon massiv Kosten anfallen, insbesondere, ich sag mal, wenn man mit einem BW neu anfängt, hat das einen sehr großen Vorlauf, Kosten, die erstmal entstehen, bis am Ende dann ein Produkt live gesetzt oder ein Projekt live gesetzt werden kann. Und das sind solche Themen, die wir versuchen, mit der Data Warehouse Cloud ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Und ein zentraler Aspekt ist es hier halt, die Fachabteilung stärker mit einzubeziehen und ein besseres, flexibleres Handling auch im Datenmanagement zu haben. Und Key für uns sind diese Data Warehouse Cloud Spaces. Einige von Ihnen kennen das vielleicht aus dem BW mit den Workspaces. Das, sage ich mal, war so eine Art Alpha oder eine sehr frühe Version dieser Idee, den Endanwendern, Datenspielplätze zur Verfügung zu stellen, also dezidierte Bereiche in einem Data Warehouse, wo sie zum einen auf die unternehmensweiten Daten zugreifen, die über IT bereitgestellt werden, aber auch sehr schnell eigene Daten, Excel-Files, lokale Daten, Web-Services, Cloud-Services mit einbinden können, ohne das generelle Data Warehouse oder die Struktur des generellen Data Warehouses dadurch zu verändern. Also unser Ansatz ist es, weiterhin IT kann zentral die Infrastruktur und wird auch zentral die Infrastruktur managen, aber in den Spaces können Benutzergruppen dann doch weitaus freier agieren, als das im BW im Prinzip der Fall ist. Man kann einem Unternehmen, man kann einer Fachabteilung einen dezidierten Space zuordnen, man kann als IT managen, wie groß dieser Space ist vom Datenvolumen her, aber auch von der Rechenleistung. Man kann das hoch und runter fahren, je nachdem, ob ein Space viel benutzt wird oder ob er strategisch ist oder nicht. Also man hat eine Kostenkontrolle auch über so einen Space und man kann dann in dem Space ein Team freischalten mit entsprechenden Berechtigungen
vom Administrator bis zum reinen Konsumenten. Man kann ja Daten bereitstellen aus den wesentlichen Systemen, aber im Space selbst kann die Gruppe, die da unterwegs ist, auch eigene Daten anbinden und dann hat man das gesamte Data Modeling im Space und das Business Modeling. Also die Kollegen, die im Space unterwegs sind, können ihre eigenen Modelle bauen, sie können ihre eigenen Analysen darauf setzen und da hat man dann auch die direkte Integration nach der SAP Analytics Cloud. Sehen das hier nochmal auch auf dieser Slide. Genau, ich gehe nochmal kurz auf diese Slide hier zurück. Ein wesentlicher Punkt hierzu noch. Das hatte ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen. Wir sehen halt auch oft, dass sehr viel Aufwand natürlich in so ein Data Warehouse fließt. Aber wie man es hier auf der Slide sieht, oft, sobald die Anwender dann mit den Daten arbeiten, ist oft schon das ganze Investment schon wieder dahin, weil die Leute einfach sehr schnell anfangen, wenn sie halt nicht diese Flexibilität haben, die Daten dann doch wieder rauszuziehen. Ne? Also man kann hier auf der linken Seite sehr viel investieren in ein ganz tolles Data Warehouse, aber wenn die Flexibilität, wird das Business nicht mitzieht, nicht sieht, dass es auch wirklich an die Daten rankommt und auch mal eingreifen kann, sind die Daten dann doch sehr schnell auf dem PC des Users oder sonst irgendwo in der Cloud. Und es entstehen immer sehr schnell, sage ich mal, Paralleluniversen. Und mit wenigen Klicks weiß schon keiner mehr, wie die Daten dann in der Analyse überhaupt noch mit den Daten im Data Warehouse zusammenhängen. Man verliert da sehr schnell den Faden. Also spricht einfach dafür, hier einfach dem Business mehr Möglichkeiten zu geben. Nochmal kurz zur Architektur. Data Warehouse Cloud ist eine Anwendung, die auf der SAP HANA Cloud programmiert ist. Das heißt, die Services darunter, der ganze Datenzugriff, ob das ein Zugriff ist, der rein virtuell stattfindet oder ob physisch Daten reingeladen werden, basiert auf HANA Cloud Funktionalitäten. Auch das ganze Thema des Hoch- und Runterskalierens. Ne? Ich erwähnte eben, dass man diese Spaces elastisch gestalten kann. Man kann Compute Memory dazuschalten, man kann Rechenpower dazuschalten und auch wieder wegnehmen. Basiert letztendlich alles auf der HANA Cloud Infrastruktur. Und wir haben, wenn man nach unten guckt, auch eine Integration in Richtung Data Intelligence. Also wenn einem das normale Data Staging und ETL nicht ausreicht, dann kann man auch Data Intelligence verwenden. Dann hat man nochmal zusätzliche Pipeline-Funktionalitäten, Transformationsfunktionalitäten, kann mit Python-Skript arbeiten, also kann nochmal komplexere Data Flows aufsetzen, um Daten nach DWC rein zu pumpen. Auf der anderen Seite, das ist jetzt hier auf der Slide noch nicht, weil es erst relativ neu dazugekommen ist, steht in der HANA Cloud mittlerweile auch ein kompletter Data Lake zur Verfügung. Wir können natürlich auch externe Data Lakes anschließen, ob das jetzt ein AWS ist oder ein AWS Redshift oder Azure, können wir alles anschließen, aber HANA Cloud kommt out of the box auch mit einem Data Lake, um auch günstig sehr große Datenmengen im HANA Cloud Environment direkt verarbeiten zu können oder behalten zu können und natürlich ist da auch dann Data Warehouse Cloud sehr eng integriert. Data Warehouse Cloud an sich bietet dann bestimmte Services darüber, das Datenmodellieren, da wo man, sage ich mal, mit den Tabellen und den Tabellenviews arbeitet, Joins, Unions, ich sag mal, das technische Erstellen eines Datenlayers. Was auch neu ist und was auch eher in Richtung Business dann geht, zusätzlich zu den Spaces, ist, dass wir auch einen Business Builder haben, also Business Modeling Services. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Business Objects Universen. Also quasi, wir haben Tools, die es erlauben, auch top-down semantische Objekte zu definieren, Kennzahlen zu definieren,
Merkmale zu definieren aus dem Business heraus. Also wo man quasi erstmal eine Business-Definition, von der Business-Seite eine Definition der Metadaten vornimmt, ohne dass man gleich schon der Techie sein muss, der dann auch unten, sage ich mal, die Tabellen zusammenschraubt. Das heißt also wirklich eine Business-Funktion, um ein semantisches Layer zu erstellen, und dann können wir das mappen auf das Data Layer. Die Idee ist halt, wie gesagt, dass auch hier, dass die Fachabteilung einfach stärker mit ihrem Know-how schon einbezogen werden kann. Wie gesagt, später das Mappen auf die eigentlichen Daten und das Modellieren des Data Layers wird sich aus meiner Sicht auch nicht ändern, natürlich weiterhin von eher technisch versierten Personen gemacht werden müssen. Und obendrauf haben wir dann die SAP Analytics Cloud mit all ihren schönen Anwendungen. Um das, den Überblick kurz zum Abschluss zu bringen, einfach um das auch mal zu zeigen, wir sind massiv daran, die Offenheit der Data Warehouse Cloud auszubauen. Sie sehen hier schon auf der linken Seite sehr, sehr viele Zugänge zu verschiedensten Systemen, natürlich nicht nur SAP, sondern auch sehr viel Quellen, die sonst so am Markt wichtig sind, und arbeiten da auch eng mit Partnern zusammen, um ihnen da wirklich auch die komplette Bandbreite zu geben. Das Ende ist schon unser Ziel, dass man eigentlich alles, was der Kunde natürlich irgendwo hat, auch anschließen kann, ob das jetzt Cloud-Quellen sind oder On-Premise-Quellen. Und da, wo wir es selber nicht machen, werden wir mit einem Partner-Ökosystem arbeiten oder arbeiten auch jetzt schon mit einem Partner-Ökosystem, um da auch Anschlüsse bereitzustellen. Diese Connections funktionieren über sogenannte Connection Tiles. Also es ist dann sehr einfach, diese Datenquellen zu konnektieren, weil man quasi zunächst mal die Datenquelle auswählen kann und dann wirklich spezifisch für die Datenquelle durch die entsprechenden Schritte geführt wird. Also man hat nicht nur so generische Konnektoren, ich sag mal, einen HANA-Konnektor oder einen ABAP-Konnektor, und da muss man gucken, wenn es jetzt ein ABAP-System ist, muss ich halt erstmal schauen, was für ein System, und habe dann nochmal spezifische Einstellungen. Wenn es verschiedene ABAP-Systeme sind, zum Beispiel, wird man auch für jedes dann auch schon so einen Teil finden und ist dann quasi schon wirklich, wird dann schon geführt, spezifisch für das System, wie man diese Connection pflegen kann. So viel hierzu. Genau, noch ein kurzes Wort, bevor ich an den ABA übergebe. Ein wesentlicher Aspekt für uns, und ich weiß ja, viele von Ihnen sind im BW unterwegs, ist, dass wir diese Produkte sehr eng verzahnen. Also wir sehen jetzt Data Warehouse Cloud nicht als die Ablöse vom BW. Wir werden auch weiter massiv in das BW investieren. Wir wollen aber BW-Kunden natürlich die Möglichkeit geben, auch Data Warehouse Cloud in Verbindung mit dem BW zu verwenden. Ein Projekt, das im Moment im Beta ist, ist der sogenannte Model Transfer. Da geht es darum, dass Sie ein BW4-System an Data Warehouse Cloud anschließen können und Queries, also die Backs oder analytischen Queries im BW, die ja letztendlich das semantische Layer im BW darstellen, freigeben können für Data Warehouse Cloud. Und wir können diese Query-Modelle transferieren. Das heißt, Sie müssen die nicht nochmal neu bauen. Wenn Sie die Merkmale, die Kennzahlen, die berechneten Kennzahlen, die eingeschränkten Kennzahlen, können automatisch generiert werden. Sie wählen eine Query aus und dann kriegen Sie das entsprechende Modell im DWC generiert und auch schön aufgeteilt auf das Data Layer und das Business Layer und können dann eigentlich direkt auch mit den Tools obendrauf, zum Beispiel in der Analytics Cloud, da drauf gehen. Also die Idee ist es, hier wirklich Reuse zu betreiben, Sachen, die im BW schon modelliert sind, Sachen, die da schon gut laufen, nicht nochmal neu zu machen, nicht nochmal das Rad neu zu erfinden, sondern einfach in DWC weiter zu verwenden. Okay, damit übergebe ich erstmal an ABA. Jawohl, vielen Dank. Du kannst mich hören, Erik? Perfekt. Ja, dann auch guten Tag von meiner Seite. Danke auch, dass ich hier dabei sein darf, Armin und Anja. Genau, mein Name ist Abbas Sincelik,
wie Erik gerade schon gesagt hat, wäre ich auch einfach gern. Aber genannt, bin im Cross-Solution-Management der SAP tätig, kümmere mich da eben um das HANA und Analytics-Lösungsportfolio praktisch. Genau, komme ursprünglich aus den SAC-Gefilden, habe da praktisch meinen Anfang gehabt und dementsprechend möchte ich Ihnen jetzt erstmal kurz einen Überblick in Richtung SAC geben. Nach dem Überblick würde dann Erik praktisch schon mal ganz kurz das Zusammenspiel zwischen SAC und DWC beleuchten und den Abschluss würde ich dann mit einer Demo bilden, dass wir nochmal das Ganze im Zusammenspiel sehen können. Also nochmal ganz kurz, um Sie aufzufangen, was die Idee von SAC ist und inwiefern das für Sie auch jetzt relevant ist als Interessent im Zusammenspiel von Data Warehouse Cloud. Also, die SAC, das ist praktisch das strategisch gesetzte Analytics-Tool oder die Analytics-Plattform der SAP. Sie vereint verschiedene Zielsetzungen, die wir hier notiert haben. Davon sind nicht alle jetzt für heute relevant. Wichtig ist vielleicht der Punkt ganz links, All Analytics, One Cloud-Based Platform. Das soll eben bedeuten, dass die SAC oder die Analytics Cloud, ich nenne es jetzt einfach nur SAC im weiteren Verlauf, dass die eben bei uns wirklich das zentrale Analytics-Tool ist, mit dem wir eben analytische Fragestellungen in Ihren Unternehmen beantworten möchten. Es ist also nicht nur ein reines Datenauswertungstool, um mal eben ein paar Tabellen oder Charts zu bauen, sondern hier geht es wirklich darum, komplette analytische Prozesse inklusive der Planung, inklusive der Applikationen abzubilden und abzulösen. Die Analytics Cloud, das ist der zweite Punkt, soll auch in allen Cloud-Lösungen von der SAP integriert werden oder ist auch schon teilweise integriert. Und da ist eben so ein bisschen der Punkt, warum das auch heute relevant ist. Wir sehen also die Analytics Cloud nicht nur als zentrales Analytics-Tool, wie ich das gerade gesagt habe. Wir sehen die auch als zentrale Analytics-Engine. Heißt also, in allen SAP-Lösungen, die Sie heute kennen, sei es S4HANA Cloud, sei es Ariba, Concur, Marketing Cloud, aber eben auch Data Warehouse Cloud. In all diesen Lösungen sammeln Sie Daten und diese Daten möchten Sie irgendwie auswerten und dementsprechend sehen wir auch hier die Analytics Cloud als zentral gesetztes analytisches Tool oder Engine und eben daher auch als wichtige analytische Komponente der Data Warehouse Cloud. Der Bereich Hybrid Analytics ist jetzt für heute nicht so ganz relevant. Die SAC ist in der Lage, sich an diverse Datenquellen zu verbinden, das sehen Sie jetzt gleich. Auch On-Premise-Datenquellen, die doch mit dem heutigen Konstrukt, was wir Ihnen vorstellen, würden Sie diese Datenquellen mit höherer Wahrscheinlichkeit eher durch die Data Warehouse Cloud schleifen, um dann praktisch die Daten in der SAC auszuwerten. Genau, also das sind so die zwei, drei wichtigen Punkte, die Sie der Folie entnehmen. Die SAC versucht mindestens diese drei Use Cases abzudecken, wenn nicht sogar mehr. Diese drei Use Cases sind jetzt auch nicht festgeschriebene Use Cases, an die Sie sich halten müssen. Was Sie hier eher sehen, ist praktisch, sind diese großen Nutzergruppen oder die Kohorten von Nutzern, die wir praktisch im Umfeld der Analytics-Umgebungen beobachten können. Wir haben ganz links den typischen Fall, dass eben das ein Enterprise-Reporting durch die IT getrieben wird, heißt also typische historische Reports, Top-Down, sowas wie P&L, Balance-Sheets und so weiter und so fort, also wirklich das typische, ich möchte zentral vorgegebene Reports erstellen und diese Reports sondern eben zentral vorgegebene Fragestellungen beantworten. Das ist ganz schön für historische Daten und das ist auch schön für statische Reports, ist aber vor allem eins top-down getrieben, heißt also, die IT kriegt Anforderungen, setzt die um und die Anwender haben dann mehr oder weniger diese Reports zu nutzen und gleichzeitig ist es auch einfach teuer. Liegt einfach daran, weil sozusagen sich jemand um diese Berichte ausschließlich kümmern muss. Genau, und das ist dann auch ein Use Case und auch ein Use Case, den wir in der SAC abdecken wollen, aber nicht der einzige. Wir sehen in der Mitte noch eine Nutzergruppe, die sogenannte Self-Service Analytics. Das sind praktisch die Analysten im Unternehmen. Also Anwender, die sagen, hey, ich bin doch eigentlich selbst in der Lage, Daten auszuwerten. Ja, wie wär's denn? Du gibst den Zugriff zu einem Tool und du sagst mir, wo die Daten liegen. Ja, also gerade die Firmendaten, weil ich weiß nicht, wo die sind und ich wüsste auch nicht, wo ich die herkriegen soll. Aber lass mich doch die Fragestellung übernehmen, weil ich weiß erstens, was ich überhaupt wissen möchte. Also, welche Fragen ich beantwortet haben möchte. Ich weiß, wie das Business tickt. Ich weiß, wie man einen Bericht so erstellt, dass man ihn nutzen kann. Und vor allem, wenn ich den Bericht manipulieren möchte, dann möchte ich das selber machen können, ohne wieder zur IT rennen zu müssen. Also, auch dieser Use Case ist in der SAC ohne Probleme umsetzbar. Und zuletzt, da sehen Sie rechts, der Fachbegriff Augmented Analytics. Das sind die neuen Nutzergruppen, die wir identifiziert haben. Die nennen wir auch die Information Workers. Das sind wirklich sehr autarke User, also User, die sogar ihren eigenen Datenbestand mitbringen, die bringen ihre eigenen Algorithmen mit, die sagen eben, hey, ich möchte intelligent Daten auswerten, ich möchte Vorhersagen nutzen, ich möchte Programmiersprachen nutzen, um Daten weiter zu manipulieren, zu bearbeiten. Ich möchte, keine Ahnung, irgendwie, ich habe meinen eigenen Datensatz erfasst bei mir in meiner Kostenstelle, den würde ich gerne auswerten. Und auch für diese Anwender haben wir eben entsprechend in der Analytics Cloud
die Möglichkeit, das abzudecken. Wichtig ist, Sie müssen sich nicht zwischen den drei entscheiden. Also Sie können auch ein totales Mittelding noch in der Mitte von den drei Dingern sozusagen fahren, also irgendwas zwischen Enterprise Reporting und Self-Service. Ich will Ihnen mit der Folie nur sagen, Sie haben die Möglichkeit, all diese Fälle und alles dazwischen und auch wahrscheinlich darüber hinaus in der SAC abzudecken und können das eben selbst sehr feingranular steuern, wie weit Sie gehen möchten. Ich soll einfach auch nochmal bekräftigen, dass die SAC eben mehr ist als ein reines BI-Tool, was vielleicht eben manch ein Anwender denken würde. Ja, wie groß ist denn die SAC? Das sehen wir jetzt hier vorne. Da ist ein bisschen die Architektur aufgebaut. Also einerseits bringt die SAC Plattformdienste mit. Die sind jetzt für heute nicht so ganz relevant, da wir uns heute das Zusammenspiel aus SAC und DWC angucken. Heißt also, die SAC selbst kann auch Standalone verwendet werden und bietet da schon einige viele Fähigkeiten an, mit Daten zu arbeiten. Heute sehen wir aber die SAC als analytische Auswertungskomponente on top einer DWC. Heißt also, der Bereich unten ist heute nicht so relevant. Nichtsdestotrotz, die SAC ist in verschiedenen Bereichen im Unternehmen einsetzbar. Also sie beantwortet Fragestellungen im Bereich des Business Intelligence, des typischen Berichtswesens. Aber auch Augmented Analytics ist da ein wichtiges Thema. Und last but not least können auch Planungsprozesse in der SAC abgedeckt werden. Und oben sehen wir noch ein paar extra Add-ons, aber auf die gehen wir jetzt im Detail heute nicht ein, denn das sehen wir gleich nochmal in den detaillierten Folien. Genau, wie sehen denn die einzelnen Bereiche kurz aus? Da gehen wir nur ganz kurz drauf ein. Einerseits haben wir den sogenannten Augmented-Bereich. Das ist ein relativ neuer Bereich. In dem ist das praktisch so, dass Sie da praktisch mittels Fragestellungen anfangen können, in der SAC zu arbeiten. Also Sie gehen weg vom typischen, ich baue mir einen Chart zusammen und eine Tabelle zusammen, hinzu, ich stelle meine Frage und dann kriege ich automatisch basierend auf meine Frage Antworten. Also sowas, ich zeige mir doch den Umsatz nach Produktkategorie und dann kriege ich eben einfach einen Chart generiert, was wir links sehen. Oder ich sehe in der Mitte ein komplett automatisch generiertes Dashboard basierend auf einer Kennzahl. Rechts sehe ich ein Zeitreihendiagramm, was automatisch schon mit einer Prognose, das sehen Sie hier rechts sozusagen, angereichert wurde. Auch diese Funktionen liefern wir eben entsprechend in der SRC mit aus. Und die sind eben vor allem für die Anwender gedacht, die weg wollen oder ein bisschen mehr wollen als das historische, klassische Reporting, mehr hin zum zukunftsweisenden, vorhersehenden Reporting. Genau, Planungsprozesse können Sie in der SRC auch abdecken. Das ist jetzt für heute nicht besonders relevant. Da wird es nochmal eine Info-Session geben, eine sehr ausführliche. Aber einfach nur schon mal als Hinweis, wenn Sie Planungsprozesse interessieren, also Controlling-Prozesse, aber auch Produktionsplanung, HR-Planung, Marketingplanung, Vertriebsplanung und so weiter und so fort, schauen Sie unbedingt nochmal in die Planungsinhalte rein. Da ist die SAC auch sehr stark aufgestellt und bietet entsprechende Planungsfähigkeiten an. Genau, zur Datenintegration möchte ich nicht so viel sagen, da wir heute, wie gesagt, eher auf die Data Warehouse Cloud gucken. Wichtig ist aber, das sehen Sie auch hier oben links, die SAC ist mit der Data Warehouse Cloud eng verbandelt. Heißt also, einerseits gibt es eine Embedded SAC in der Data Warehouse Cloud, das sehen wir jetzt gleich in der Demo. Andererseits kann ich aber auch, wenn ich die SAC als Vollversion benutze, da werden wir auch gleich sehen, da gibt es zwei, drei kleine Unterschiede zwischen Embedded-Version und Vollversion sozusagen. Wenn ich sie als Vollversion benutze, dann kann ich dennoch auf meine Data Warehouse Cloud live zugreifen. Heißt also, ohne dass ich Daten aus der Data Warehouse Cloud kopiere, kann ich diese in der SAC mir angucken. Auch da wieder, wenn Sie technisch interessiert sind, dann stellen Sie uns ruhig eine Frage im Chat oder hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten. Ich denke dann, dass das Team von Armin auf Sie zukommen wird und Ihre Fragen beantworten wird, aber auch wir natürlich gerne da bereit sind, nochmal ein paar Informationen nachzuliefern, wie das technisch geht. Aber wichtig ist, was Sie jetzt hier sehen, sind eben zwei Datenverbindungen, Narrativen, einerseits live und acquired. Bei live, da sehen Sie links die unterstützten Datenquellen. Diese Datenquellen können Sie anbinden, ohne dass Daten in die SAC repliziert werden. Bei Acquired ist es so, dass Sie unter der SAC dennoch einen Datenspeicher haben. Da können Sie Daten reinladen und die unterstützten Datenquellen, die sehen Sie dann eben rechts. Genau, das ist meine Maus verschwunden. Genau, hier sehen Sie nochmal eine kleine technische Folie. Wie gesagt, die ist für Sie nochmal drin, wenn Sie den Foliensatz später geliefert bekommen. Da gibt es eine kleine technische Erklärung, wie das Ganze mit der Live Collection funktioniert. Genau, zuletzt und bevor ich dann wieder Richtung Erik gehe, noch ganz kurz einen Einblick auf den Analytics Designer. Der Analytics Designer, das ist praktisch eine neue Komponente. Das kennen Sie vielleicht noch als Lumira Designer oder Design Studio. Heißt also, wenn Sie bisher on-premise mit den Lösungen gearbeitet haben und Ihre eigenen Applikationen zusammengescriptet haben, können Sie auch das in der Cloud wieder machen. Da haben wir jetzt auch schon seit 2019 dieses Feature ausgerollt. Das wird ja auch stetig ausgebaut. Wir liefern ja jedes Quartal ein neues großes Update aus sozusagen. Und mit Hilfe des Analytics Designers sind Sie auch in der Lage, tatsächlich vom Standardberichtswesen wegzugehen hin zum komplett Customized Reporting mittels Scripting. Und wenn Sie eben Lumira Designer oder Design Studio kennen und auch beherrschen, dann ist sozusagen für Sie das nichts Neues im Endeffekt. Da wird wieder die gleiche Syntax angewendet. Nur, dass wir hier eine deutlich bessere Integration haben. Heißt also, Sie können auch hier Planungsfälle anwenden. Sie können hier auch
Predictive, also prädiktive analytische Fähigkeiten einbauen. Und das Schöne ist, Sie können auch Applikationen eben auf Basis von Data Warehouse Cloud-Verbindungen aufbauen. Dementsprechend zeige ich Ihnen das hier auch. Genau, und das Letzte, was ich Ihnen gerne zeigen würde, und dann geht es wieder zurück Richtung Erik, sind die Custom Widgets. Die SAC bietet auch die Möglichkeit an, dass man eigene Chart-Typen generiert. Heißt also, wenn Sie sagen, mir fehlt ein Chart-Typ oder ich habe meine eigene Chart-Bibliothek, mit der ich arbeite, oder ich bin als Kunde einfach in der Notwendigkeit von sehr speziellen Darstellungen, dann kann zum Beispiel auch die Firma Infocient eben hergehen und mittels unserer SDK eigene Diagrammtypen für Sie bauen, entwickeln, entsprechend implementieren, sodass Sie auch wirklich komplett hochindividuelle Berichte mit eigenen Darstellungen dynamisch erstellen können. Und auch das wiederum ist in Verbindung mit der Data Warehouse Cloud problemlos möglich. Genau, damit will ich jetzt also wieder Richtung Erik übergeben. Der will mal ganz kurz einen Einblick geben auf das Zusammenspiel jetzt, wie SAC mit DWC integriert ist. Und das würde ich ganz damit mit einer Demo abschließen. Danke, Erik. Okay, ja. Da bin ich wieder. Genau, kommen wir nochmal zu dem Integrationsthema. Und eine Frage, die natürlich immer kommt, ist, viele Kunden haben jetzt mit Analytics Cloud angefangen und jetzt kommt Data Warehouse Cloud dazu. Und dann fragt man sich, wie spielt das jetzt zusammen? Muss ich jetzt also mal neu machen oder ist jetzt die Data Warehouse Cloud die neue Analytics Cloud? Also gibt es durchaus ein bisschen Konfusion. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Also wenn man sich den Markt anguckt, es gibt halt einfach einen Data Warehouse Markt und einen BI-Markt oder Analytics-Markt. Es gibt Tools, die, ich sag mal, stärker am Frontend unterwegs sind. Dazu gehört dann auch die Analytics Cloud. Und es gibt natürlich den Bedarf für ein Tool, ein Data Warehousing-Tool, um eher ein robusteres Datenfundament zu erstellen. Insofern ist das eigentlich hier, wenn man es ganz klassisch sagt, Frontend, Backend. Der Übergang ist natürlich mittlerweile mehr fließend, als das früher war. Ups, jetzt sehe ich die Slide nicht mehr. Bitte nichts mehr verändern. Genau, da war der Übergang einfacher, sage ich mal, früher beim BECS und BW war klar, Frontend hat keine Datenhaltung, sondern arbeitet letztendlich, visualisiert die Daten. Und im BW gibt es halt eine OLAP-Engine, liegen die Daten und die Daten werden dort berechnet und das Frontend schickt irgendwie seine Requests ans Backend und dort werden die Daten dann entsprechend vorbereitet und wie gesagt Frontend visualisiert. So, es ist nicht mehr klar zu trennen heute, weil in den Frontends, den analytischen Tools, ja mittlerweile auch das Self-Service extrem hoch priorisiert ist. Und das macht es einfach notwendig, dass die Frontend-Tools auch eine gewisse Datenhaltung haben, dass man Daten auch direkt anschließen kann. Und dass man eigentlich auch im Frontend letztendlich, ich sag mal, wie in einem Power BI oder in einem Tableau natürlich auch Modelle baut. Und genau das macht ja auch die Analytics Cloud. Also das Analytics Cloud-Szenario ist ja, dass jemand, der eine Analyse betreiben will, alleine schon auch befähigt ist, Daten reinzubringen, Excel-Daten oder sonstige Datenquellen anzuschließen, dann Modelle zu erstellen und auf diesen Modellen dann zu visualisieren. Und das ist in der Analytics Cloud ja genauso. Insofern kann man die Analytics Cloud auch direkt verwenden gegen den BW oder gegen den S4 oder gegen eine HANA als Analyse-Tool mit, sage ich mal, gewissen Modellierungsfunktionalitäten. Aber je größer das Szenario wird und auch je größer die Datenmenge wird, macht es natürlich Sinn, nochmal einen Layer dazwischen zu ziehen, der einfach, ein Data Warehouse Layer, der dafür sorgt, dass auch wenn die Datenmenge wächst, die Performance weiterhin oder die Modelle so gebaut sind, dass die Performance weiterhin gegeben ist. Und wenn die Anzahl der User obendrauf wächst, dass auch da quasi die Modelle so optimiert sind, dass das auch für große Anzahlen von Endanwendern eine stabile Performance gegeben ist. Und auch mit dem Wachstum
nach rechts und links im Unternehmen, man irgendwann natürlich auch dafür sorgen will, dass so ein semantischer Layer irgendwie konsistent ist. Man will nicht 20 verschiedene Definitionen der gleichen KPI haben oder Merkmale, die es dann irgendwie 30 Mal im System gibt und alle so ein bisschen unterschiedlich sind. Und das passiert halt, wenn man quasi rein mit Analyse-Tools reingeht, wo man Modelle baut, aber die Modelle dann doch sehr stark Silo-Modelle sind. Also es gibt dann irgendwann sehr viele Modelle nebeneinander, auch gebaut von unterschiedlichen Usern. Und im Data Warehouse hat man einfach den Vorteil, dass man das dann auch nochmal wohl überlegt, auch von IT quasi betreut, besser zusammenziehen kann. Also ein konsistenteres semantisches Layer, ein robusteres Data Layer, einfach mit der IT im Hintergrund. Und dafür braucht man Data Warehouse Cloud. Und da macht es dann halt auch Sinn, wenn je größer die Projekte, die Analytics Cloud Projekte werden, dann irgendwann darüber nachzudenken, ob man jetzt ein Data Warehouse mit einbezieht. Insofern ergänzen sich die Produkte an der Stelle. Was in beiden Produkten sehr wichtig ist, ist, wir haben sowohl einen Bottom-up als einen Top-Down-Ansatz. Der Bottom-up-Satz, den Bottom-up-Ansatz, den kennen Sie wahrscheinlich alle, der ist eher der traditionelle Ansatz, der, wie gesagt, auch weiterhin natürlich absolut relevant ist und wahrscheinlich immer noch mehr als der Hälfte der Fälle auch immer zum Einsatz kommt, ist einfach der, ich fange unten an, ich fange erstmal an mit, was sind meine Datenquellen, ich mache mir Gedanken über die Extraktion, ich baue dann von unten nach oben einen Data Layer und arbeite mich immer weiter hoch bis zur Analyse vor. Hat halt, wie ich am Anfang sagte, den Nachteil, dass es sehr zeit- und unter Umständen auch sehr geldintensiv ist, bis man denn mal was sieht. Daher dieser Top-Down-Ansatz auch so ein bisschen, sage ich mal, der Ungeduld, die es mittlerweile gibt, entgegenzuwirken und vielleicht das, wie gesagt, auch die Fachabteilung von Anfang an mehr mit reinzunehmen. Man kann einfach schon mal anfangen. In Analytics Cloud ist es ganz normal, dass eine Fachabteilung einfach schon mal sich ein paar Excel-Daten da reinlädt und einfach schon mal ein Gefühl für das System kriegt und einfach schon mal anfangen kann auf persönlichen Daten. Da braucht man überhaupt noch gar keine IT. In Data Warehouse Cloud ist es auch so, dass wir diesen Top-Down-Ansatz zumindest mit unterstützen wollen. Selbst wenn noch kein System an Data Warehouse Cloud angeschlossen ist, vielleicht auch noch gar nicht klar ist, wo die Quellsysteme denn, welche Quellsysteme wir denn jetzt wirklich anschließen wollen, kann man in der Fachabteilung schon mal sich Gedanken machen, was sind meine Kennzahlen, meine Merkmale, was ist eigentlich mein Modell, auf dem ich reporten will, und kann schon mal in der Fachabteilung anfangen, so ein Modell in diesem Business Layer zu entwickeln. Wie gesagt, muss dann später abgesprochen und gemappt werden mit IT und Data Layer, aber man kann schon mal was machen. Man muss nicht erst mal 3 Monate warten, jetzt hat das Unternehmen Data Warehouse Cloud gekauft und Fachabteilung sieht erstmal 3 Monate nichts und irgendwann kommt dann mal ein vorgefertigter Bericht. So ist es halt nicht gedacht. Man kann das Business einfach viel stärker vorher schon mit einbeziehen. Manche werden das vielleicht nur für Prototyping verwenden, aber wir haben schon den Anspruch, dass das mehr ist als nur Prototyping, wenn man jetzt von oben nach unten den Prozess durchgeht. Daher auch dieses Slide hier. Eigentlich auch ganz, also wichtig hier auch nochmal diese Fußnote. Man kann Analytics Cloud mit den verschiedenen Features hier auf der rechten Seite natürlich direkt gegen beliebige Datenquellen verwenden, auch gegen den BW. Ich würde das auch empfehlen, wenn man einsteigt, das auch erstmal so zu machen. Je nachdem, wie das Szenario sich entwickelt, und das hängt auch sehr stark davon ab, wie groß man da denkt, also will man das wirklich auch vielleicht zu einem Enterprise-Reporting aufbauen am Ende des Tages, wird es dann irgendwann sinnvoll, eine Data-Warehouse-Schicht einfach dazwischen zu ziehen oder das auch zu kombinieren. Es spricht ja nichts dagegen, in SAP in so einem Dashboard Daten aus dem Data, aus der Data-Warehouse-Cloud reinzubringen und daneben vielleicht auch gleich mal noch andere Datenquellen ad hoc anzuschließen, direkt an die SAC. Man hat ja in der SAC so Blending-Funktionalitäten. Also man kann auch da im letzten Schritt schon, wenn man in der Visualisierung ist, auch nochmal Daten blenden und zusammenbringen. Insofern kann man halt auch solche, ja, so gemischte Szenarien fahren. Von den Tools her ist mittlerweile eigentlich alles, was in SAC Rang und Namen hat, angeschlossen. Also ganz klar der Story Builder, der Data Explorer, der ja eher so ein Ad-Hoc
eine Ad-Hoc-Analyse auf Daten darstellt, kann auch auf Data Warehouse Cloud-Modellen verwendet werden. Und was der Aber eben erwähnte, eher dass die Entwicklungsumgebung der Analytics-Designer ist auch mittlerweile enabled auf der Data Warehouse Cloud. Vielleicht noch zum Schluss, wie sieht das, sagen wir mal, vom Provisioning und von der IT hier aus? Sowohl Data Warehouse Cloud, SAC sind ja Public Cloud Lösungen, das heißt, sie werden einfach von uns über eigene oder Third-Party angebotene Data Center gehostet. Im Moment ist es zum Beispiel bei Data Warehouse Cloud AWS, aber ähnlich wie bei SAC wird sich das weiter öffnen Richtung Microsoft und Google. Also wir gucken, dass wir die Hyperscaler Ali Cloud für unsere chinesischen Kunden, dass wir hier möglichst so eine Multi-Hyperscaler Strategie fahren und sie da auch auswählen können letztendlich, wo sie unsere Cloud-Lösungen laufen haben wollen. Im Moment ist es bei Data Warehouse Cloud Amazon AWS. Aber wie gesagt, das alles Weitere wird folgen. Analytics Cloud und Data Warehouse Cloud werden dann auf sogenannten Tenants für sie provisioniert, die sie dann über unterschiedliche URLs ansteuern können. Wir bauen das so, dass sie auch gerade im Hinblick auch auf größere Kunden mehrere Analytics Clouds, zum Beispiel in verschiedenen Regionen oder in verschiedenen Subsidiaries fahren können und die auch beliebig mit mehreren Data Warehouse Clouds verbinden könnten. Also das, sage ich mal, vielleicht eher so das Szenario für größere Kunden oder Kunden, die global agieren. Prinzipiell ist das, spricht aber gar nichts dagegen. Sie können beliebig viele Data Warehouse Cloud Tenants an ein SAC anflanschen. Der Aber hatte eben noch erwähnt, dass in dem, wenn Sie DWC verwenden, wenn Sie DWC-Lizenzen kaufen und Ihnen eine Data Warehouse Cloud bereitgestellt wird, dass da auch ein eingebettetes SAC dabei ist. Ja, das ist der Fall. Allerdings ist das eher, ich sag mal, für POCs gedacht. Da sind auch nur 5 User provisioniert. Das ist einfach mal, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn man Data Warehouse Cloud hat, wie sich das mit SAC anfühlt. Wenn Sie bereits eine SAC haben, können Sie natürlich einfach die anschließen. Da würden Sie jetzt nicht mit einem eingebetteten SAC anfangen. Das ist von der Funktionalität kein Unterschied. Würden also einfach Ihr existierendes SAC verwenden. Wenn Sie noch kein SAC haben und planen, dann mit SAC auch weiterzumachen, würden Sie einen eigenen Tenant hinstellen. Also dieses eingebettete SAC ist, ich sag mal wirklich, um das Szenario mal zu testen, für einen produktiven Usage würden wir in allen Fällen immer einen eigenen SAC-Tenant provisionieren. Okay, ich glaube, das war es dann von meiner Seite. Da würde ich jetzt nochmal an den Aber übergeben für eine Demo. So, danke dir, Erik. So, jetzt muss ich jetzt gucken, das Screensharing im Browser öffnen. Das haben wir so gemacht. Und dann machen wir so. Perfekt. Und damit müssten Sie jetzt meinen Browser sehen. Eine kurze Bestätigung wäre lieb im Chat, weil dieses Screensharing, das mir selber kein Feedback gibt, ob ich gesehen werde oder nicht. Ja, perfekt. Ah, vielen lieben Dank. Ach, danke, Erik, auch. Und danke auch Hofbauer und Herr Becker, sehr schön. Also, was Sie hier vor Sie sehen, ist praktisch jetzt der Startbildschirm der Data Warehouse Cloud. Ich bin jetzt hier eingeloggt. Wie der Erik schon gesagt hat, ist das eine komplette browserbasierte Anwendung. Heißt also, Sie als Kunde erhalten eben keine On-Premise-Installation mehr oder sonstigen Add-on, sondern Sie installieren sich einfach einen unterstützten Browser in seiner neuesten Version, loggen sich in der URL ein und dann können Sie eigentlich loslegen. Wie ist die Data Warehouse Cloud grundsätzlich aufgebaut? Wir haben hier links das Hauptmenü, das klappe ich mal ganz kurz auf und haben hier eben entsprechend einige Bereiche. Ihnen wurde, glaube ich, schon, oder den Teilnehmern im letzten Call wurde schon einiges vorgeführt, dementsprechend möchte ich jetzt auch aufgrund der Zeit nicht zu tief ins Detail gehen, aber ich würde einfach nochmal gerne ganz kurz auf einige wichtige Bereiche der Data Warehouse Cloud eingehen, bevor ich dann eben die Integration mit der SAC und auch das Datenaufbauen zeige.
Also wir haben hier links praktisch die verschiedenen Bereiche, in denen der Business-User oder Administrator arbeiten wird. Und hier links sind eben nochmal die puren Administrationsbereiche, wo praktisch dann eben die Verwalter des Systems arbeiten. Von der Logik her ist es so, dass Sie als Kunde normalerweise eine der Terraform Cloud-Instanz erhalten. Die lizenzieren Sie dann entsprechend Ihrer gesamten Unternehmennutzung und können die dann eben entsprechend im Space-Management partitionieren, heißt also für ihre einzelnen Fachbereiche, Abteilungen, an Nutzergruppen, wie auch immer sie es aufschneiden möchten, ja, aufteilen. Sie sehen jetzt hier, das ist ein Demosystem, dementsprechend haben wir da auch ein paar Kollegen mit ja, weniger bedachten Namen drin, wie A1 und keine Ahnung was. Die Idee der Spaces ist einfach nur praktisch, dass sie aus dem System heraus einzelne Bereiche des Systems eben abkapseln können, isolieren können, ressourcentechnisch und die bei einem zur Verfügung stellen können. Sie können bestimmen, ob der Anwender wie viel Speicher er kriegt. Sie können unterscheiden zwischen Disk-Speicher und In-Memory-Speicher, also eben sagen, teurer In-Memory-Speicher ist für den Anwendungsfall limitiert, den braucht er nicht, sondern er braucht einfach viel Speicher, um Daten abzuspeichern. Können später aber auch dann eben bestimmen, welcher Space kurzzeitig mehr Kraft erhält, welcher wenig Kraft erhält. Jeder Space, ich mache jetzt mal ganz kurz einfach mal hier einen auf, jeder Space wiederum hat dann nochmal eine eigene Administrationsoberfläche. Ups. Wenn sie aufgeht, ja, ups, da. Ja, so, schon. Genau, und da kann ich jetzt eben hergehen, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen priorisieren, also wie stark, wie sehr das System priorisiert werden sollte. Zum Beispiel, indem ich sage, hey, wir haben jetzt die Finance Area und es ist Jahresabschluss, die brauchen auf jeden Fall zugesicherte Kapazitäten, dann ziehe ich da die Priorität eben entsprechend hoch. Vielleicht erhöhe ich sogar noch den In-Memory-Speicher, dass die mehr Daten prozessieren können. Kann hier unten die Member hinzufügen. Also jeder Space ist sozusagen mit Mitgliedern gefüllt. Dementsprechend kann ich auch sicherstellen, dass Nutzer nur das sehen, was eben für sie geeignet ist, also ihren eigenen Space. Ich kann einmal unter systemweite Connections pflegen, also das ist natürlich jetzt mein Firmen-BW anbinden. Ich kann aber auch in jedes Space noch eigene Connections anlegen. Und das ist eigentlich schon eine sehr schöne Finesse, denn so kann zum Beispiel auch der Business Analyst, wenn wir zurück an den denken, seine eigene Datenbank reinholen. Also sie haben oft das Problem, dass irgendwie in Unternehmen die Anwender sagen, hey, das BW, was die IT bereitstellt, ist toll, aber ich brauche noch 2, 3 eigene Datenquellen. Und was sie dann häufig machen ist, das haben sie bestimmt auch schon beobachtet, die ziehen sich irgendwo selbst eine SQL-Datenbank hoch, kopieren sich die BW-Inhalte raus, die sie brauchen und ziehen sich dann da noch ihre anderen Inhalte rein, joinen das irgendwie zusammen, bauen Berichte darauf, aber keiner kann mir so richtig sagen, ob die Daten korrekt sind, keiner übernimmt die Verantwortung für Berechtigungen und dem Ganzen wird jetzt hier sozusagen ein bisschen Verantwortung getragen, indem ich sozusagen im Space dann Connections zu anderen Datenbanken pflegen kann, aber gleichzeitig kann ich im Space auch wiederum per Live-Connection mich zum Beispiel auf das Firmen-BW verbinden und sozusagen in einem governed, also in einem ja, beobachteten und auch regulierten Umfeld in Ruhe arbeiten. Ja, wie arbeite ich darin? Dazu geht man den sogenannten Data-Builder rein. Der Data Builder ist praktisch die Oberfläche, in der man anfängt, Daten zu bearbeiten. Auch hier werden mir erstmal meine Spaces angezeigt, in denen ich zugewiesen bin. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal in diesen Product Review Space rein. Und was eben hier angelegt werden kann, sind dann eben entsprechend verschiedene Objekte aus dem Datenbankwesen. Also ich kann eine neue Tabelle anlegen, ich kann eine grafische View anlegen, ich kann eine SQL View anlegen, ein Entity Relationship Model anlegen oder einen sogenannten Data Flow. Der Data Flow ist besonders praktisch, wenn ich eben Daten aus großen Datenmengen herausziehe und dann eben entsprechend prozessieren möchte. Also sowas wie, ich habe ein Data Lake und aus dem Data Lake würde ich jetzt gerne Daten rausholen, da sollen noch ein paar Skripte drüber laufen und diese Daten sollen dann hier am Ende in eine schöne gepflegte Tabelle reinlaufen. Wichtig ist, zum Reporten muss immer ein sogenanntes analytisches Dataset gepflegt werden. Ich mache das mal ganz kurz auf. Hier, das ist das analytische Dataset. Und dieses Dataset ist jetzt relativ einfach gehalten. Was ist da passiert? Es wurden 2 Tabellen reingezogen. Die Tabellen wurden hier gejoint. Da sehen wir hier ein Join aufs Merkmal Produkt-ID. Es wurde noch eine Kalkulation durchgeführt. Da sehen wir jetzt hier, dass da noch eine kalkulierte Spalte hinzugefügt wurde. Und das Ganze wurde dann eben entsprechend am Ende noch mit einer Semantik versehen, heißt also Kennzahlen und Attribute. Und das ist wirklich Drag and Drop. Also es ist sehr businessfreundlich gemacht. Also ich zeige es mal ganz kurz. Ich könnte jetzt hier eine Tabelle rausholen, einfach draufziehen und eben sagen, die würde ich gerne, keine Ahnung, hier noch dazu holen. Dann würde ich das drauf loslassen und dann könnte ich es jetzt entweder joinen oder per Union reinholen. Will ich jetzt nicht machen, weil sonst ist die Demo kaputt und dann kriege ich Ärger. Wie kann ich jetzt eben mit der integrierten SAC arbeiten? Tatsächlich haben wir hier den sogenannten Story Builder drin. Den kann ich eben hier aufklappen. Ich werde jetzt gewarnt, wenn ich hier rausgehe, werden meine Veränderungen gelöscht. Ist natürlich auch nicht so schlimm. Und wir sehen jetzt hier sogar schon eine fertig gebaute Story. Also ich kann jetzt wieder hier auf Create Story drücken oder ich kann hier auf die fertig gebauten Berichte drücken. Und was jetzt passiert ist, dass in diesem Fenster, in diesem Frame praktisch eine eingebettete, also embedded eingebaute SAC-Version hochfährt.
Das ist wirklich SAC, wie man es sonst kennt, nur eben mit direktem Zugriff auf die Daten und eben nur mit einem begrenzten Set an Funktionalitäten. Ich kann aber eben hergehen, kann schon meine Berichte auswerten, ich kann auch hier interaktiv arbeiten, also ich möchte ein paar Produkte sehen. Und was jetzt eben der Jascha, der das gebaut hat, gemacht hat, ist, der hat da eben praktisch einfach so eine kleine Analyse gebaut, eben welches Produkt entsprechend performt. Was er hier gemacht hat, das wurde jetzt komischerweise versteckt, das können wir nicht gerade mal wieder sichtbar machen. Hier, das ist hidden, das können wir mal visible machen. Was er noch gemacht hat, war eine Sentiment-Analyse, das ist ganz cool, was er also mit dem Dataflow gemacht hat. Er hat Kundenbewertungen zu den einzelnen Produkten von der Webseite ausgelesen. Das sind praktisch hier diese Bewertungen, also don't want to mention anything, super product, good price. Und daraus hat er dann versucht, gemittelte Sentiment-Analysen zu fahren. Also versucht herauszufinden, wie das Ganze in Zahlen auszudrücken ist und kann dann praktisch so für jedes Produkt bestimmen, ob das Produkt gut oder schlecht performt. Und all das zum Beispiel wurde in der Data Warehouse Cloud gemacht und der Bericht im entsprechend eingebauten Story Builder. Und so wurde dann auch sichergestellt, dass im Endeffekt wir sozusagen das Umfeld nicht verlassen haben, aber dennoch konnten wir mit den eingebauten Fähigkeiten direkt und unmittelbar eine Auswertung bauen. Ich könnte, wie gesagt, auch hierher gehen, eben jetzt auch eine vollwertige Analytics Cloud switchen, wenn ich wollte. Das sehen wir jetzt hier. Da würde ich dann mehr Fähigkeiten haben und hier würde ich dann aber auch wieder in der Lage sein, meine Inhalte aus der Data Warehouse Cloud anzuwenden. Genau, im Hinblick auf die Zeit war das, wie gesagt, ein kurzer Einblick einfach mal auf die Data Warehouse Cloud. Wie gesagt, wenn Sie da noch mehr Interesse haben, würde ich Ihnen auf jeden Fall raten, mal die Fühler in Richtung Infoscient auszustrecken. Da können Sie, glaube ich, auch eine sehr ausführliche Demo geben lassen der Produktbereiche. Uns war es einfach heute wichtig, dass Sie die strategische Ausrichtung sehen, dass Sie mal kurz einen Überblick der Lösungen sehen und auch einfach die Integriertheit sehen, also dass ich wirklich nicht das Produkt verlassen muss, sondern alles in einem Fenster machen kann und auch so als Anwender eben nicht das Gefühl habe, jetzt wieder in 3, 4 verschiedenen Umgebungen zu arbeiten. Ja, damit würde ich mich erstmal bedanken von meiner Seite aus für die Aufmerksamkeit, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben, aber auch sich eben dem Produkt gewidmet haben heute und würde somit dann Richtung Moderation zurückgeben und die Fragerunde öffnen. Vielen lieben Dank. Ja, hallo. Erstmal dann vielen Dank an Erik und an Abba einmal für die Präsentation und dann für die Live-Demo. Sind ja schon sehr viele neue Funktionalitäten möglich mit der Data Warehouse Cloud in Verbindung mit der SAC. Fragen wurden ja 2 gestellt, wurden auch schon beantwortet. Gibt es denn weitere Fragen von den Teilnehmern? Die können Sie rechts unten über die Hand eingeben. Jetzt nochmal kurz eine Zusammenfassung. Also Fragen sehe ich kommen keine. Wenn ich jetzt nochmal kurz zusammenfasse, also wir haben ja jetzt gelernt, es gibt die On-Premise-Produkte für ein Data Warehouse aufzubauen. Vom letzten Mal, was der Lothar schon dargestellt hat, die BW Vorhana, das SQL Data Warehouse. Dann kommt jetzt neuerdings die Data Warehouse Cloud dazu. Auf der anderen Seite für das ganze Frontend, für die BI Analytics gibt es jetzt ja schon seit längerem die SAC und klassischerweise auch die On-Premise-Produkte, die über die BI-Plattform ja dann veröffentlicht werden. Also die SAP bietet da sehr viele Möglichkeiten, BI Analytics in Verbindung mit einem Data Warehouse aufzubauen. Man muss halt, wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigt, Strategie entwickeln, um auch zukünftig die Investitionssicherheit zu bedenken oder zu gewährleisten, damit man halt sagen kann, die Investition, die ich getätigt habe, sei es in die On-Premise, sei es in die Cloud-Produkte, ist gewährleistet und das ist der richtige Weg. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, kurzer Ausblick auf die nächsten Präsentationen. Nächste Woche, Donnerstag, ist dann die Frau Deng da und wird uns die SAC etwas näher beleuchten, insbesondere den Analytics Designer, was ja von SAP angekündigt ist, dass dieser das Lumira komplett ablösen wird, also das On-Premise. Da bin ich mal gespannt, welche Funktionalitäten zurzeit der Analytics Designer aufweist, ob er dann jetzt schon das Lumira ablösen kann. Dann in 14 Tagen kommen wir dann zu dem Thema Analytics Cloud, insbesondere für die Planung.
Und in 3 Wochen werde ich Ihnen dann vorstellen, wie Sie, ja, Wissen zurück an der Zeit gedreht, von Ihrem klassischen BW 7.4, 7.5 auf BW S/4HANA kommen, welche Migrationsmöglichkeiten es gibt. Die SAP ist ja Stand heute schon relativ weit. BW S/4HANA Migration, wie man hinkommt, ist, glaube ich, kein Thema mehr für die SAP. Jetzt wird geschaut, DTW aus Cloud und wie komme ich letztendlich meine Produkte, die on-premise zurzeit noch laufen bei vielen Kunden, in die Cloud gehoben. Jetzt ist eine Frage noch gekommen, die würde ich dann gerne auch mal stellen an den Erik und an den Nabba. In der SAC kann man da das Microsoft Excel weiterhin nutzen? Da gibt es schon eine Antwort von Erik. Ja, es gibt ein Plugin. Wird, glaube ich, zurzeit auch sehr stark entwickelt. Du kommst nochmal zurück. Ja, willst du das beantworten? Ja, gut, vielleicht ein bisschen näher. Also ich weiß, dass es ein Plugin gibt für die SAC, aber ist das dann die komplette Lösung für das Analysis oder ist das mehr eine Lösung, damit man das Excel in der Cloud benutzen kann? Es gibt halt auch weiterhin das Analysis for Office. Man muss dazu wissen, dass das Analysis for Office quasi auf der .NET-Technologie von Microsoft entwickelt wurde, die ja von Microsoft auch schon vor längerer Zeit mal also abgekündigt wurde. Wenn man in Richtung Excel 365 oder Office 365 schaut, wird das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr in dem vollen Umfang unterstützt werden. Also Microsoft hat die .NET-Entwicklung auf ihrer Seite eingestellt, deswegen sind wir da auch im Zugzwang, längerfristig ein neues Excel-Plugin zu bauen, das rein JavaScript-basiert ist und sich dann quasi bei Microsoft auch wieder, dann entsprechend auch von Microsoft unterstützt wird, auch längerfristig und auch von Microsoft gewartet wird. Deswegen sind wir da dran, ein neues Plugin zu bauen. Das kommt als Teil der SAC-Lizenz, hat gegenüber dem Analysis for Office den großen Vorteil, dass es über alle Geräte dann in Office 365 funktioniert. Also ob man dann Excel auf dem Mobile Device in der Cloud oder klassisch auf dem Laptop oder PC verwendet, das Plugin funktioniert überall. Hat aber den derzeit noch den Nachteil, muss man auch sagen, dass es noch nicht den kompletten Funktionsumfang hat, den Analysis for Office derzeit bietet. Was aber auch daran liegt, dass dieses JavaScript-basierten Schnittstellen, die Microsoft anbietet, um Plugins zu entwickeln, halt auch noch nicht so weit ist, wie das früher im .NET der Fall war. Also da ist unsere Entwicklung auch mit Microsoft eine Abstimmung. Aber klar, macht natürlich weiterhin Sinn. Und ich glaube, ich werde es auch in meiner Karriere nicht mehr erleben, dass Excel keinen Sinn mehr macht als Zugriff. Insofern, klar, bieten wir das an. Da kam jetzt nochmal eine Frage. Das neue Plugin auch für die SAP Business Objects, also für die BI-Plattform. Es ist, also das neue Plugin ist ein Analytics Cloud Tool. Das heißt, Analytics Cloud kann aber natürlich auf Business Objects laufen. Also auf der Business Objects kann auch auf die Daten aus der Business Objects Plattform zugreifen, zum Beispiel die Universen. Und insofern kann das dann natürlich auch auf der Business Objects Plattform sozusagen verwendet werden, aber es benötigt die Analytics Cloud. Okay. Als Laufzeit sozusagen, ja. Gut. Hier wäre noch zu sagen, also das Business Objects kann nur als Live-Datenfeld in der SAC angebunden werden, aber Workbooks werden nur in der SAC abblickbar sein. Also Business Objects als Connection Host und Workbook Host fällt weg mit dem neuen Plugin. Okay, gut, da sehe ich, dass noch jemand gerade etwas tippt. Warten wir noch auf die Frage, die jetzt kommt. Gut, Erik, kannst du schon irgendwann mal was sagen, wann das neue Plugin denn die Funktionalitäten erreicht hat von dem Analysis? Da wäre ich der falsche Ansprechpartner. Müsste ich mit dem Alexander Peter mal in Wörtchen reden. Okay. Gut, dann, es kommen jetzt keine Fragen mehr. Punktlandung, 11 Uhr. Dann bedanken wir uns
einmal an die Referenten, die sich die Zeit genommen haben, einmal an die Teilnehmer. Und wir hoffen, dass wir Sie dann nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Und vielen Dank und wie sagt der Tagesschausprecher immer, bleiben Sie gesund. Ja. Vielen Dank, bleiben Sie gesund. Alles gut. Tschüss. Also, tschüss. Tschüss.